Willkommen zur weiteren Kanalvorstellung auf dem Kanal von Mr. Butternuss Vlogs / Let's Plays. Ich bin gleich mal hier wieder auf die Seite von Über uns gegangen, weil das wirklich eine Kanalbeschreibung ist, die mir wirklich sehr gut gefällt. Also beim Durchlesen habe ich mir gedacht, ja, der Typ ist echt auf dem Boden geblieben. Na, wir gucken mal. Also, hey Leute, schön, dass ihr ganz YouTube durchgeforstet habt, um auf meinen Kanal zu gelangen. Doch erstmal will ich mich vorstellen. Auf diesem Kanal nenne ich mich selbst Mr. Butternuss, doch ihr könnt auch Chris zu mir sagen. Nun zu dem, was ich hier mache. Wie ihr wahrscheinlich vermuten könnt, werdet ihr auf diesem Kanal ausschließlich Let's Plays und Let's Talks von allen möglichen Themen finden. Doch wenn ihr jetzt denkt, oh Mann, schon wieder so ein Möchtegern-Let's-Player, habt ihr euch getäuscht. Denn ich halte mich an meine Kriterien und versuche mich möglichst durch meine etwas ruhigere Art von den anderen Let's Playern abzuheben. Dazu, also ich finde es gut, dass es auch Let's Player gibt, die nicht so, sagen wir mal, wie NP mit Kev oder Dena gleich auf 5000 sind. Oh mein Gott, Kill! Oh mein Gott, hier, hier! So, also ich mag auch die etwas ruhigeren Arten von Let's Playern, gerade nochmal gerettet. Zum Beispiel auch Opa spielt, gehört auch dazu, ist auch ein bisschen ruhiger. Okay, natürlich könnt ihr jederzeit Kritik abgeben und mir dann Tipps zur Verbesserung geben. Aber bitte keine Kritik wie, oh, du bist voll schlecht und als dem rate ich dir aufzuhören. Sondern Kritik wie, hey, du nuschelst zu stark in das Mikro. Versuch das mal zu vermeiden. Versuch mal das zu vermeiden. Mann, jetzt war alles gut. Alles klar, viel Spaß auf meinem Kanal. Zusätzlich hat er noch einen Facebook-Account und einen Twitch-Account. 250 Abos, 15.811 Aufrufe und seit dem 18.05. letzten Jahres dabei, also vor 11 Tagen sein Einjähriges gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und jetzt schauen wir mal hier in die Videos rein. Da haben wir zum einen Outlast, Crea 4, also Horrorspiele kamen auch schon. Minecraft Blitz Survival Games, also zwischendurch auch mal PvP. The Legend of Zelda The Wind Waker vor 3 Wochen zuletzt. Warum es jetzt nicht mehr weiterkommt, weiß ich nicht. Hier war auch eine etwas längere Pause, sehe ich gerade. Zwischen dem Minecraft Quake Video und dem Blitz Survival Games Video. Da lagen so ungefähr 2 Wochen. Warum? Keine Ahnung, vielleicht hat das irgendwo gepostet. Ansonsten noch, ja, auch mal ein Video mit Facecam oder auch, hier hat er zum Beispiel ein Best of Dena zusammengeschnitten. Auch nicht schlecht. Oder halt so verschiedene Themen wie WhatsApp an Facebook verkauft. Wir kaufen uns unsere Kunden oder so. Oder das Video, das habe ich mir mal angeguckt. Das fand ich sehr interessant. Warum ich in letzter Zeit so wenig hochlade und Werbung auf YouTube. Da erzählt er wirklich sehr viel, was andere denken, aber sich nie trauen auszusprechen. Glaube ich. Und er spricht das da an. Und das Video würde ich euch hier empfehlen, auf jeden Fall, was ich schon angesehen habe. Und die anderen Videos könnt ihr euch auch angucken. Wir gucken mal auf die Startseite. Mal gucken, was er da noch so hat. Also der Kanalbanner, ja, muss ich sagen, ja, könnte etwas besser sein. Aber wenn er das selber gemacht hat, ich weiß ja nicht, ob er selber gemacht hat. Ist okay, kann man so machen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für mich. Also wenn du, Lust hast, irgendwie noch einen neuen Kanalbanner zu haben, dann guck mal bei mir, bei Über uns. Da ist so eine Liste verlinkt mit ein paar Designer, die ich jetzt kennengelernt habe, die auch mal Designs für mich gemacht haben. Die sind wirklich ganz gut. Aber der Kanalbanner ist vollkommen okay. Ich bin ja auch nicht hier, um zu bewerten. Ich möchte einfach nur den Kanal vorstellen. Ja, also ich denke mal, da ist für den einen oder anderen was dabei. Ein Horrorspiel, zwischendurch Minecraft PvP. Und, ja, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, hier oben rechts ist der Abonnier-Button. Einfach mal draufklicken. Oder auch den ein oder anderen Kommentar. Oder auch den ein oder anderen Daumen hoch nach oben lassen. Da lassen. Und dann, ja, denke ich mal, ist er auf einem guten Weg. Und ich wünsche weiterhin viel Glück. Und wenn ihr vorgestellt werden wollt, egal ob ihr auch einen Let's Play-Kanal habt oder einen Vlog-Kanal oder Designer oder Beats macht, scheißegal. Einfach eine PN an mich. Und dann stelle ich euch vor. Und dann gucken wir mal, was es euch bringt. Also, ich bedanke mich bei dir fürs Bewerben und euch fürs Zuschauen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.